Bevor ich eine Vereinbarung eingehe, was zerstöre ich da und was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? Ich bin hier im Namen von Levi. Erzählt mir von Sophia Dryden. Ich gehe auf keinen Fall auf eine Vereinbarung ein. Machen wir erstmal was. 4. Dieses Wesen weiß alles. Wird aber erst sprechen, wenn der Turm in Trümmern liegt. Okay, was macht ich, wenn ich euch befreie? Dieses Wesen wird umherstreifen. Es wird sich umsehen. Es wird sich ernähren. Aber ohne mich wird der Schleier noch schwächer. Mehr Dämonen. Mehr Leid. Ihr wählt zwischen einem von den meinen oder vielen. Mhm. Was zerstöre ich da? Die Magie, alle Objekte, den Stein selbst, wenn ihr die Macht dazu habt. Etwas dort drinnen hält die meinen gefangen. Und bevor ich eine Vereinbarung eingehe, ne? Ja. Dann breche ich nun auf, den Turm zu zerstören. Müsst ihr Levi alles erzählen, was er über Sophia wissen möchte? Könnt ihr mir etwas über den Turm erzählen? Ach hier, das sind die böse Überreden-Sachen. Überreden macht mir die Vereinbarung schmackhaft. Welchen Nutzen kann ich persönlich daraus ziehen? Lügen. Versiegelt zuerst den Schleier, dann erledige ich meinen Teil. Versprochen. Versiegelt zuerst den Schleier, dann erledige ich meinen Teil. Lügen? Und überreden. Same shit, different color. So. Machen wir erstmal 2. Wächter. Meine Familie sucht schon über 100 Jahre nach diesen Antworten, aber nicht so. Vertraut mir, der Schleier muss repariert werden, das ist der einzige Weg, so. Ich unterstütze eure Entscheidung, wie sie auch ausfällt. Einverstanden. Alle Fragen von Levi über die Drydens werden beantwortet. Dann breche ich nun auf, den Turm zu zerstören. Könntet ihr mir etwas über den Turm erzählen, überreden? Macht mir die Vereinbarung, ja, das war schmackhaft. Ich akzeptiere eure Bedingungen nicht, Dämon. Okay, wir machen erstmal nochmal 2. Ihr müsst nur zerstören. Für euer Ziel ist sonst nichts vonnöten. Dann brechen wir auf. Gut, gut. Nichts darf leben. Zermalt den Stein mit euren Zähnen, wenn ihr könnt. Dämonischer Pakt. Dann werden wir mal hochgehen und gucken einfach mal, was da ist. Also sie hat uns den Weg ja auch jetzt erst freigemacht. Nicht erledigt. Guck mal, ich kenn's nicht. Ich hoffe mal, da ist irgendwas Interessantes drin. Bin ich mal echt gespannt. So, ich kann mal ganz kurz hier was gucken. So. Oha, da geht aber gleich los hier. Falschen Charakter. Toll. Möge der Spaß beginnen, ja. Okay, nichts zu hauen. Ja, die können da liegen bleiben, oder? Egal. So. Auf zum Turm. Der Rest interessiert mich nicht. Muss einfach mal erstmal durch und dann kommen wir da auch irgendwie mal weiter, ne? Loot braucht keiner. Bin überbewertet. Nochmal Viecher. So, er hat sich gleich da hinten wieder verzogen. Na, wie will man das verübeln, ne? Ting. Und zum. Und pum. So, Fähigkeitsnotizen. Sie scheinen alte Forschungsaufzeichnungen des Magiers Elvinus zu sein. Sie beschreiben eine Reihe von Experimenten, niedergelegt in kleineren, nüchternen Handschriften. Tag 32. Der Proband reagiert nicht auf die Stimuli. Das Austesten der Schmerzgrenze blieb ohne Ergebnis. Es sind nur noch 3 Probanden übrig. Tag 82. Ich wünschte, ich könnte den außerordentlichen Erfolg von gestern Abend wiederholen. Die Elektrizität ist nur ein Katalysator. Der Schlüssel ist Blut. Tag 97. Energie und Blut. Wiederholte Anwendungen haben zu denselben Ergebnissen geführt. Ich nehme an, dass der Erfolg alchemistischen Auslösern unterliegt. Aber es sind keine Probanden mehr übrig. Wenn ich doch nur noch einen hätte, oder besser ein Dutzend.
Dann könnte ich alles erreichen. Oha, der ist verrückt geworden. So ähnlich wie im Magerturm, wie das passiert ist. So ähnlich läuft das denn hier auch. Geht runter? Achso, sind beide Türen in dieselbe Richtung. Avernus, der lebt auch noch. Also Zombie Avernus oder keine Ahnung was. Ich höre euch. Unterbrecht meine Konzentration nicht. Oha. Selbst jetzt wollen die Dämonen ihre Zahl erhöhen. Muss man sich bei euch für dieses willkommene, aber wohl nur vorübergehende Ungleichgewicht bedanken? Der alte Magier der Wächter. Ihr seid noch am Leben. Oh, welche Überraschung. Woher weiß ich, dass ihr nicht besessen seid? Angreifen, ich muss einen Schwur halten. Alle in diesem Turm werden sterben. Ein Dämon hat mich darum ersucht, jeden hier zu beseitigen. Ich kenne euer Verbrechen, Avernus. Ihr seid ein Monster. Es ist rührend, dass sich Sophia die Mühe macht, nach so vielen Jahren noch Meuchelmörder zu schicken. So viele Dämonen suchen den Gipfel heim. Und ich bin ganz allein. Manchmal entkommen sie durch den Nebel. Aber sie nicht. Niemals. Sie will bestimmt unbedingt frei sein. Seid ihr nur Handlanger des Dämons? Oder gibt es einen anderen Grund für euer Hiersein? Ich will ein paar Antworten. Ich sinniere, ob ich euch am Leben lassen soll. Ich habe eure Experimente gesehen. Ja, und dann wieder angreifen. Der Soldatengipfel muss von der Dämonenplage befreit werden. Ich bin hier, um die Basis der Grauen Wächter zurückzuerobern. Machen wir erstmal 6. Ein hehres Ziel. Doch um das zu erreichen, müssen die Dämonen für immer abgeschnitten werden. Ja. Wie machen wir das mit der Mauer? 5? Einverstanden. Das muss oberste Priorität haben. Es ist das Einzige, was zählt. So, dann habe ich seine Experimente gesehen, oder? Machen wir. Sie waren notwendig. Jedes Werkzeug, jede Information war gerechtfertigt, wenn sie zum Sieg über die Dämonen beitrug. Als Wächter solltet ihr das wissen. Selbst Wächter wissen, dass es Grenzen gibt. Ihr könnt euer Netz rationaler Erklärungen spinnen, wie ihr wollt, aber das Paktieren mit Dämonen bleibt dennoch böse. Die Kirche hat wirklich ganze Arbeit geleistet, als sie euch ideologisch beeinflusst hat. Okay, woher wisst ihr, dass ich ein Wächter bin? Machen wir mal. Eine Kombination aus meinen Forschungen und Blutmagie. Aber selbst ohne das, wer würde sich sonst zum Soldatengipfel wagen? Okay, noch ein paar andere Fragen. Auf welche Fragen denn? Nur zu, stellt sie. Okay, die Fragestunde ist vorbei. Wie habt ihr all die Jahre überlebt? Erzählt mir, was hier passiert ist. Sophias Urenkel hat mich hergebracht, Levi, nur zu. Machen wir mal. Achso, was war der Sinn eurer Experimente? Hätten wir auch machen können. Meister Magier, Sir. Der Name meiner Familie gilt seit über einem Jahrhundert nichts mehr. Habt ihr einen Beweis dafür, dass Sophia heldenhaft gehandelt hat? Der Junge, der sich in den Nebel wagte. Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. Und ihr seid ein Dryden. Wahrhaftig, der Kosmos hat Sinn für Humor. Ja, beantwortet einfach Livis Fragen. Eure Ur-Urgroßmutter war die Beste von uns allen. Tapfer, charismatisch, feurig. Dem Kampf bedingungslos ergeben. Dennoch haben wir verloren. Wir kämpften gegen einen Tyrannen, wisst ihr? Wir waren so voller Energie. Und hatten keinen Blick für die Konsequenzen. Aber einen Beweis. So etwas gibt es nicht. Okay. Tja. Das tut mir leid, Levi. Ich hatte gehofft. Trotzdem danke, Wächter. So, ist vorbei die Fragestunde. Nee, wie habt ihr all die Jahre überlebt? Das könnten wir jetzt auch. Erzählt mir, was hier passiert ist. Was war der Sinn eurer Experimente? Haltet die Flut der Dämonen auf. Korrigiert die Fehler der Vergangenheit. Blutmagie kommt von den Dämonen. Gegen alles, was ich wusste, kannten sie eine Gegenmaßnahme.
Außer die Verderbtheit der dunklen Brut. Die ist ihnen fremd. Und darin liegt Macht. Welche Macht? Die Wächter verwenden sie nur, um dunkle Brut aufzuspüren. Eine Trivialität. Meine Forschungen haben sehr viel mehr ergeben. Und alles deutet darauf hin, dass noch höhere Ebenen erreichbar sind. Dieses Wissen könnte nicht nur den Soldatengipfel retten. Damit könnten die Wächter sogar noch mächtiger werden. Also er hat wahrscheinlich gar keine Menschen oder so geopfert. Das waren alles der Monster. Nur ein Monster würde seine Kameraden bei den Wächtern opfern. Könnt ihr mir beibringen, was ihr erfahren habt? Überreden, das ist falsch. Ihr seid nicht besser als die Dämonen. Das war... Machen wir erstmal zwei. Es war notwendig. Es war lebenswichtig. Die wenigen Jahre, die sie gefangen in diesem Turm verbringen mussten, waren nichts gemessen am höheren Ziel. Ich gab ihrem Tod Bedeutung. Okay. Mal gucken, was er dazu sagt. Ich habe meine Unterlagen doch bereits gelesen. Aber mit etwas Zeit und den richtigen Utensilien könnte ich noch viel mehr herausfinden. So, machen wir aber mal. Ihr seid falsch, ihr seid nicht besser als die Dämonen. Ihr wagt es, mich zu verurteilen? Ich habe ungerührt gegen die dämonischen Heerscharen Wache gestanden. Ich habe diese Aufgabe ohne Beschwerde erledigt und wurde nie davon entbunden. Kann ich noch was anderes fragen? Ach ja, wie habt ihr all diese Jahre überlebt? Die Kirche verbietet närrischerweise Blutmagie. Dabei gibt es noch so viele Geheimnisse zu enthüllen. Während mein Körper verweste, fand ich Methoden, ihn am Leben zu halten. Aber das geht nicht ewig so weiter. Na, können wir jetzt noch mal die letzte machen hier? Wozu sollte ich nun den Geschichtenerzähler mimen? Der Tyrann Arlend ist längst verstorben. Ebenso wie all unsere edlen Mitverschwörer und ihre große Rebellion. Sophias Leiche mag herumlaufen und reden, aber auch sie ist nicht mehr. Ja, inwiefern war Arlend ein Tyrann? Was ist aus der Rebellion geworden? Ihr musstet doch wissen, dass die Beschwörung so vieler Dämonen töricht war. Warum habt ihr die Wächter dem Tod überlassen? Machen wir mal Nummer 4. Möglich. Aber es bedeutete Überleben. Unsere letzte Zuflucht. Monatelang bereitete ich die Beschwörungskreise vor und stellte in den dunkelsten Tiefen des Nichts Nachforschungen an. Es war ein Moment des Triumphes. Dutzende von Dämonen, gerufen durch meine Hand. Aber der Unklarheiten waren so viele, dass Berechnungsfehler unvermeidbar waren. Ich war so nah dran. Überreden. Ihr tragt an allem die Schuld. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Wusste Kommandantin Drayden von den Dämonen? Sie hat den Befehl erteilt. Ich hätte die Dämonen ohnehin beschworen. Nur unter Wächtern kann wahre, magische Forschung stattfinden. Eine Chance, um die Geheimnisse des alten Tevinter wieder ans Tageslicht zu bringen. Erinnert ihr euch, wohin das geführt hat? Die schwarze Stadt, die dunkle Brut? Überreden, ihr tragt allen die Schuld, das können wir nochmal machen, aber wir machen einfach... Machen wir Nummer 2. Die Kirche lügt, um Magier zu versklaven, um sie mundtot zu machen. Okay, nochmal 2. Und woher wisst ihr, dass sie recht hat? Ihr Glaube würde es durchaus zulassen, dass ihr für einen kleinen Vorteil ziemlich viel schlucken müsstet. Okay, Nummer 3. Es klingt, als wärt ihr stolz auf eure Taten. Ich bedauere lediglich, dass ich es nicht geschafft habe. Und dass ich nie Gelegenheit erhielt, Arlend für alles bezahlen zu lassen. Okay, nochmal überreden. Und wer zieht die Linie? Dessen, was sicher, angebracht oder moralisch ist? Die Kirche? Korrupte, profane, lächerliche kleine Männer. Ihr folgt dem wichtigsten Grundsatz der Wächter. Alles ist erlaubt, wenn es den Sieg beschert. So, kann ich noch was anderes fragen? Ja. Mal gucken, was er noch hat. Die Fragestunde ist vorbei. So sei es.
Ich habe nur eine Bitte. Wenn Gerechtigkeit oder Rache euch treiben, so haltet zumindest so lange ein, bis das mit den Dämonen geklärt ist. Angreifen, ich muss einen Schwur halten. Alle in diesem Turm werden sterben. Bis die Dämonen vernichtet sind, arbeiten wir zusammen. Sophia hat mich gebeten, euch zu beseitigen. Wir müssen uns um sie kümmern. Die Dämonen müssen aufgehalten werden. Jetzt. Wir müssen in die große Halle. Dort werde ich wieder gut machen, was mir vor so langer Zeit missglückt ist. Es wird sicher gefährlich. Die Dämonen werden uns jeden Schritt unseres Weges bekämpfen. Kommt. Ja, ich bin zwar nicht dafür, aber... Dann sind wir durch. Oh. Wie ihr meint. Okay, das ist sowieso nichts. Oh Mann. Da noch irgendwas. Da war noch eine Truhe. Wird erledigt. Ich habe Leilana nicht dabei. Also läuft das nicht. Gut, eventuell kann er die Scheiße ja zu Ende bringen und dann, ja, den ganzen Kram zu Ende. Ich klicke jetzt einfach mal hier rum nur. Dieser giftige Trank scheint die Krönung von Arvins grauenhafter Forschungsarbeit zu sein. Er verspricht, das verborgene Potenzial zur Verderbnis des Blutes zu wecken, das du während deines Beitritts getrunken hast. Oh. Den Inhalt des Fläschchens trinken, das Fläschchen zerstören, das Fläschchen in Ruhe lassen. Jetzt, glaube ich, lassen wir es erstmal in Ruhe. Klicken schnell noch damit das Buch. Dann haben wir... Achso, das war das eine. Der Kodex. Wow. Okay, die Verderbtheit ermöglicht es uns, die dunkle Brut zu fühlen. Je länger wir trinken, sagst du, je länger wir die Verderbtheit in unserem Blut überleben, desto stärker wird es. Bedauerlicherweise wird diese Fäulnis dem Wächter irgendwann zerfressen. Im Laufe der Zeit verfallen sowohl Geist als auch Körper, bis nichts mehr zurückbleibt. Aber was würde geschehen, wenn die Ausbreitung der Verderbtheit aufgehalten oder irgendwie kontrolliert werden könnte? Was wäre, der Wächter mächtiger werden könnte, ohne dass er dadurch den Tod findet? Wie gewaltig könnte diese Macht werden? Wäre sie groß genug, um die Dämonen aufzuhalten? Das Ritual des Beitritts ist barbarisch. Wir nehmen das Blut des dunklen Brut auf die naheliegende Weise in uns auf. Die meisten sterben augenblicklich an dieser Verderbtheit, denn immerhin trinken wir Gift. Es muss eine Möglichkeit geben, den Beitritt zu verfeinern. Wir müssen die reine Macht im Blut der dunklen Brut isolieren und das Böse extrahieren, das uns tötet. Ich fühle, wie die Fäulnis beginnt, ihren Tribut von meinem Körper zu fordern. Ich darf mich dem nicht ergeben. Es gibt noch so viel zu tun. Dank meiner Magie konnte ich ihre unvermeidbare Ausbreitung zwar verlangsamen, sie jedoch nicht gänzlich aufhalten. Ich beginne, Dinge zu hören, selbst wenn ich wach bin. Eine Stimme, die schöner ist als alle anderen, ruft aus der Tiefe nach mir. In meinen Träumen sehe ich die schwarze Stadt und werde von ihr angezogen. Dort ist etwas, eine Antwort darauf, was die Verderbtheit ist. Diese Verderbtheit, die uns mit der dunklen Brut verbindet. Die bringt mir die Blutmagiefähigkeit. Okay, aber ich speichere vorher, ne? Dann trinken wir mal den Spaß. Weiter. Das Fläschchen zerstören. Trinken. Feigling. Tada. Es stehen euch neue Fähigkeiten zur Verfügung. Tada. Diabolist. Oh, Erfolg freigeschaltet. Können wir mal gucken, ne? Ist aber keine Blutmagie. Was habe ich denn gekriegt? Ach so, bei dem, der trinkt. Aha, aha. Also ich lade den auch einmal ganz kurz und lass Morrigan einmal kurz trinken, oder was? Das meine ich natürlich dann. Dann lasse ich Morrigan einmal kurz trinken. Ne?
Also, das kann nur er. Okay, schade. Ach so, was anderes. Okay, alles klar, schade. Ja, gut, saufen wir mal einen Schluck, ist ja egal. Ja, mach mal, mach mal. Jetzt haben wir was gesoffen und dann ist gut. Und dann zwischendurch einen Schluck, das tut gut. Er ist ja auch Zwerg, da kann das ab. Wahrscheinlich überlebt er sowieso anders. Alles, alles, ey, überlebt alles. Boah, wer muss kommen? Aha, wer ist reingetreten? Aha, Morrigan, haha. Die Baumeisterin meines Untergangs. Wie klug euer Betrug doch war. Und was hat er euch gebracht? Verräterische Wächter, wo man sie auch trifft. Dieses Wesen wird euch vernichten. Dachtet ihr im Ernst, dass ich euch glaube, Sophia? Er ist mächtig, Sophia. Ich habe eure Hilfe gebraucht. Ach, egal. Ich helfe ihnen jetzt. Ihr seid ein Wurm. Ihr seid ein Stück Dreck. Dieses Wesen wird euch leiden lassen. Ich will mich nicht mehr verstecken. Nach all den bitteren Jahren soll es nun vorbei sein. Ein für alle Mal. Dieses Wesen wird dir das Ende bescheren, das du ersehnst. Helft mir jetzt, Wächter! Ja, kämpfen wir auf seiner Seite. Große Explosion. Wo ist sie denn? Ist sie weg? Ne, da ist sie. Challenge. Klick, klick, klitsch, klitsch. Schnell, zur Haupthalle. Ja, warte doch, ich wollte doch gucken, ob sie was hat. Oh. Sie hatte so wenige Kreaturen zum Schutz, danke, dir auch. Dass der Dämon keine Herausforderung für uns darstellte. Aber wir müssen rasch handeln. Die eigentliche Herausforderung liegt noch vor uns. Der Schleier muss geschlossen werden. Was soll ich tun? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich werde die Beschwörungskreise auflösen, die ich vor so langer Zeit aufgemalt habe. Wellen von Geistern und Dämonen könnten eindringen. Kümmert euch darum. Ich fange jetzt an. Zunächst muss ich die magischen Energien beschwören. Ich spüre sie. Sie kommen. Na toll. Und schon wieder werde ich einfach dafür benutzt. Ich fühle mich jedes Mal benutzt. Ich fühle mich so benutzt. Berserker. Zwerserker. Kürzlich lang. Immerhin bleibe ich jetzt im Kampf, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn der Berserker aktiviert bleibt, ist auf jeden Fall gut. Oh, sie haut da voll rein. Muss mal ganz kurz einen kleinen Lyrium-Trank geben. Ich glaube, sie wird nicht Lyrium-süchtig. Dämon der Volllust. Oh ja, hallo. Tada.
Das gab 3 Gold 50. Fertig. Es ist vorbei. Der Schleier ist jetzt stark. Zumindest stärker als vorher. Und was wird aus mir? Darf ich in Frieden weiter experimentieren? Ja, experimentieren will ich ja gar nicht. Schluss mit den dunklen Forschungen, findet menschliche Wege, um dem Wächter zu helfen. Experimentiert ruhig, aber wenn es Früchte trägt, will ich darüber informiert werden. Oh Gott, ich verstoße euch. Ihr seid kein Wächter mehr, geht und kehrt nie mehr zurück. Ich werde nicht euer Richter sein. Schluss mit der Forschung. Ohne Testobjekte? Ohne andere Materialien? Ihr verurteilt meine Anstrengungen zum Scheitern. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Auch wenn ich nicht damit rechne, etwas Brauchbares zu entdecken. Aber falls doch, werdet ihr davon erfahren. Ihr habt es geschafft, Wächter. Der Soldatengipfel ist wieder sicher. Der alte Avernus gehört an den Galgen, wenn ihr mich fragt. Aber die Leute tun ja die seltsamsten Dinge, um zu überleben. Aber wenn er jetzt ordentliche Forschung betreibt, ohne Opfer und Blutmagie und so, kommt vielleicht doch noch was Gutes dabei raus. Aber es gab keinen Beweis, um meine Familie reinzuwaschen. Selbst wenn ihr Beweise hättet, blieben Sophias Taten doch verachtenswert. Die Vergangenheit bietet euch keine Erlösung, versucht es stattdessen mit der Zukunft. Bei eurer Großmutter bin ich nicht so sicher, aber ihr seid ein guter Mann. Das ist doch... Legt euer stetes Bauchgrimm ab. Okay, aber mal das. Danke, Wächter. Ich war so lange auf die Vergangenheit fixiert. Auf Antworten. Aber es wäre wohl besser gewesen, wenn ich mein Heim gar nicht erst verlassen hätte. Doch genug davon. Ich bin ratlos. Ihr habt jetzt eine ganze Festung. Ich sollte wohl meinen Beruf wieder ausüben. Worum werdet ihr gehen? Der Soldatengipfel scheint ein einsamer Ort zu sein. Kann ich euch irgendwie zum Bleiben überreden? Es war mein Vergnügen, Livy. Fragen wir mal, ob er bleiben will. Ihr wisst, dass ich kein guter Kämpfer bin. Aber als Kaufmann tauge ich durchaus, wenn ich das mal sagen darf. Meine Vettern haben einen sicheren Ort zur Lagerung ihrer Handelsware gesucht. Der Gipfel wäre dafür bestens geeignet. Was die Drydens auch anzubieten haben, es gehört euch. Mit erheblichem Preisnachlass. Oh, Rabatte. Ich werde diesen Ort vermissen. Er war voller Geister und Dämonen. Aber es gab keine Vögel. Keinen einzigen dieser bösartigen, tückischen, kleinen Dämonen. Aber wieso? Wir sind doch jetzt Meister des Gipfels. Wir sind doch jetzt hier. Das ist doch jetzt unser Zuhause, oder nicht? War das jetzt nicht so? Ich dachte, das ist jetzt Heimat. Heimat. Hier haben wir noch ein Porträt. Das sieht ja echt. Du hast ein altes Gemälde entdeckt, das noch aus Kommandanten Austrians Tagen stammt. Vielleicht verweist Austrians Geschichte ja hierauf. Den Schwur der grauen Wächter vortragen. Oh. Austrians Lager. Yeah, Kohle, Knete. Da haben wir noch ein Silberschwert, aber das ist leider nur für eine Haupthand. Kritische Trefferchance im Nahkampf verringert Feindseligkeiten. Oh. Das wäre auf jeden Fall ein Gürtel für mich. Schaden gegen Untote, das ist auch nicht schlecht. Gut, ja. Dann haben wir das erledigt. Jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz zurück und gucken, was denn die Sophia da hatte. Da war ja noch der eine Raum und sie liegt ja auch noch hier. Mist. Gehärtet. Ja, jetzt habe ich gerade ein Problem. Drachenknochen, roter Stahl. Weg. Silberit will ich verkaufen. Drachenknochen natürlich auch. Dann kann der hier weg. Geschirr. Drachenknochen, Viridium. Oh, das ist jetzt echt gemein. Dann schmeißen wir das mal weg. Ah. Silberit, das ist gar nicht mal so schlecht. Ausdauer ist auch gut. Und das Ding ist auch richtig gut, so wie es aussieht. Das wird meine neue Hose sein. Oder
Was ist das jetzt? Neue Brust. Bruste. Brust. Ein neuer Harnisch ist es geworden. Das brauche ich nicht. Die hatte ja nämlich noch Kisten gehabt. Sophia Strydens Tagebuch. Oha. Edo Viesta. Es ist geschehen. Die Adligen haben sich für Erland entschieden, den überheblichen Jungen. Für Erland, der erst mit 5 Jahren das Laufen erlernte. Für Erland, den man erst vor 2 Jahren von der Brust seiner Amme gerissen hat. So wird es zumindest geflüstert. Die Terrence oder Terrence und Arlens sehen in ihm einen Einfaltspinsel, der leicht zu lenken ist, aber ich habe in den Augen dieses Jungen etwas gesehen, was mir Angst macht. 10. Moloris. Ich habe mir die Sommertagprozession von einem Raum hoch oben im Fort Dracon angesehen. Den Regent hat mich wegen der Hochverrats einsperren lassen, obwohl meine einzige Schuld daran besteht, meinem Land und meinem Herz treu geblieben zu sein. Ein Geschenk in Form eines Rubinrings hat die Zunge meiner Wache gelockert und ich habe erfahren, dass die Bens gegen die meine Bestrafung ankämpfen. Ich kann nur beten, jedoch nicht darauf hoffen, dass mich etwas anderes als den Galgen erwartet. Zwar in Sverventis, der Trunk war wie brennendes Feuer, doch ich habe überlebt. Beweint mein Schicksal, denn ich habe überlebt. Ich wünschte, sie hätten mir ein ehrenvolles Ende gegönnt. Ich hätte alles als Dame, als die Größte unter den Raidens sterben sollen, anstatt als diese Nichts, als diese abscheuliche Nichts weiterzuleben. Okay. Martinals, es reicht. Ich werde keine Zeit mehr mit diesem erbärmlichen weibischen Gejammer verschwenden. Der Tod wäre leicht gewesen, aber das Schicksal hat mich verschont. Und ich werde diese Gnade nutzen. Die Grauen Wächter sind eine Armee und der alte Kommandant ist schwach. Er ist nur ein fades Abbild eines Mannes. Ich werde die Wächter lenken und Erland wird den Tag verfluchen, an dem er mein Leben verschont hat. Ausgewählte Einträge aus dem Tagebüchern der Kommandantin der Wächter Sophia Dryden. Ja, schöne Scheiße. Silberihi, Bänder zum Stiefel. Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Also zumindest mit der Sache. Wir werden jetzt nach vorne nochmal rausgehen. Nee, wie kann da unten stehen bleiben? Gehen wir da runter und dann... Ich hoffe, die Kiste bleibt da, aber ich glaube mal, die wird da bleiben. Und dann, ja, eigentlich... Falls jetzt noch irgendwas passiert bis zur Truhe, bis zum Ausgang... Bin mal gespannt, wenn nicht, dann, war's das schon. Gehen wir noch eine Truhe. Da mal Ausgang. Keiner Schrecken. Truhe war verschlossen, oder? Ja. Ja, da muss ich doch mal bei Lana sowieso hier rein. Also, bin mal gespannt. Ich gehe einmal raus. Was dann gleich passiert? Nix.